Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders Wrath of War. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen durch den Würgeracker gemetzelt, wo eine Menge komische Gestalten unterwegs waren, muss ich ja mal mit zugeben. Und ich mache jetzt mal das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und zwar die Musik und die Geräusche und alles ein bisschen runterdrehen, weil das doch ziemlich laut war. So. Ich denke mal, so passt das. Und wie wir sehen, unsere Sense levelt auch bald. Beziehungsweise meine Sense. Dort unten steht es. Todsense. Ja, und ich würde sagen, wir tun mal dieses schöne große Tor erwecken. Ich bin wegen des Zerstörers hier. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft, aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. So. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Also, jetzt sind wir immer noch im Würgeracker, aber wir befinden uns jetzt im Schattenreich, in der Schattenecke davon. Und wie wir hier sehen, 4 Stück sind's, Schattenarena. Die müssen wir alle betreten, müssen wir eine Runde kämpfen. Und erst wenn wir alle 4 absolviert haben, können wir das Tor passieren. Dort sehen wir schon den ersten. Ja, und man merkt auch deutlich, das werde ich bestimmt im zweiten Darksiders Teil nochmal erwähnen, den Unterschied zwischen Darksiders 1 und Darksiders 2. Darksiders 1 ist wirklich, Krieg ist wirklich eine Art laufender Panzer. Also ist schwer, da kann blocken nebenbei noch. Aber wenn man halt sieht, dann im Vergleich tot, blockt nicht, er kann bloß ausweichen. Ich habe eine SMS bekommen und ist halt verdammt schnell. Tempoprügelei. Besiegen Sie 40 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. So. Da wollen wir mal 40 solche Typen umhauen. Wie dich ist dies sicherlich keine Herausforderung, oder? Na, da wollen wir mal. Wenn wir schön hier mit der Sense eine Runde drehen, geht das recht flott eigentlich. Ach, jetzt sind solche Freunde auch noch mit da, ja. Gucken, wenn wir von denen noch ein bisschen Zorn bekommen. Nee, reicht natürlich jetzt gerade nicht aus.
Erlösen brauchen wir noch, kommt her. Alter. Ne, das Baby. Die habe ich erst gestern, wo ich privat ein bisschen Darksiders 2 gespielt habe, wieder getroffen. Aber da war ich auch einfach bloß im Bad zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen. Hey. So, der, dann noch der. Und einer noch, und zwar du. Pam. Und da haben wir es geschafft, liebe Freunde. Können wir das noch einmal machen? Dann. So, hier kriegt man ein bisschen Zorn, was ganz praktisch ist, und mal ein bisschen Energie. Was ist das für ein Ding? Nee. Nix. Das heißt, wir machen wieder hoch. So, weg ist es. Sind bloß noch 3 übrig. Ja, wenn ich das sehe mit Krieg zum Beispiel, man kann nur einmal so einen Dash nach vorne machen und das war's. Bei Tod kann man 3 solche Dashs bzw. Ausweichdinger nach vorne machen. So, was gibt's denn jetzt Feines? Tod geht wieder zu. Lache geht an. Und Luftprügelei. Besiegen Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Luftangriffskombinationen. Für verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Halten Sie L2 gedrückt, um Gegner zu konzentrieren. Halten Sie Viereck gedrückt, um damit Krieg seine Feinde in die Luft befördert. Drücken Sie wiederholt Viereck, um... Ja, woll. Klasse. So, da haben wir schon 3. Also das sollte nicht allzu schwer sein, wie man sieht. Ja, okay, den hat es jetzt nicht gewertet. Und schon wieder eine SMS bekommen. Und da war es das schon mit der Challenge. Die ging ratzu fatzu. Haben wir ordentlich Seelen noch dazu bekommen. Ja, das war ja nur nichts weiter. Fix 5 Gegner in der Luft zu killen, das ist ja... Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Die Liste brauche ich eigentlich gar nicht. Und die eigentlich auch nicht. Aber ich nehme sie trotzdem gerne. Weil was man hat, hat man noch. So, wo muss man... Ach, jetzt muss man auf die andere Seite von dieser Straße... Nutzen wir gleich mal da. Shadow bloß in die Luft gucken brauchen, aber okay. Wenigstens sind hier auf dem Weg dorthin keine Gegner. Das ist schon mal ganz pragmatisch.
Lass ich hier durch? Oh. Nein, hier will ich nicht lang. Das wäre ein langer Weg nach unten gewesen. Weiter geht's mit Nummer 2. Ich werde die Challenges alle in der Folge jetzt machen. Denke ich mir mal so. Ja, Gelächter wieder gleich. Und was soll man jetzt machen? Blutige Ende. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde, wobei Sie nur Kriegs-Soforttötungsangriffe nutzen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgeben. Kleine werden sofort, größere müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Töten Sie einen kleinen oder gelähmten mit Kreis. Alles klar. Soforttötungsmaßnahme. Eins, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 6, Nummer 7, 8, 'Wollen wir die uns alle erstmal ein bisschen anschwächen hier? So, das ist Nummer 9, habe ich gehört. Und Nummer 10. Nummer 11 schon. Ich habe gehört, die Fledermaus will als Nummer 12 dran klauben. Ah, da ist er noch so gestorben. Scheiße. Dreizehn. Na, der Hälfte haben wir locker schon rein. Die Zeit ist noch genug. Jetzt ist er noch so ein großer hier. Das mag mir ja gar nicht gefallen. Ah, Todsense wogt in Kriegshänden und ihre destruktive Kraft erhöht sich. Ah, das finde ich doch mal sehr geil. Alter. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Bei dir machen wir so einen Move. Dich nehmen wir auch so mit. Jetzt haben wir zwei von diesen Typen da, ist klar. So, mache Eier. Ich glaube, 3 brauche ich noch. Ja. Ich meinte 2. Ey. Ach, das hat noch gezählt. Okay. Was? Sterbt alle Unwürdige.
Ja, bei so einer Challenge sind solche großen Gegner immer böse. Ich wusste schon immer, dass es in dir wiederholst steht. Dich. Ja, jetzt bin ich ganz froh, dass die Kisten kommen. Alles wieder auffüllen. So, ich habe ja gesagt, ich mache alle Challenges, also nehmen wir die letzte auch noch mit für diese Folge. Wird dann halt ein bisschen länger, ist nur Bums. Es kam jetzt in die letzten zwei Tage nichts. Laterne, tschüss. So, was haben wir denn jetzt alles weg? Wir haben Sofortangriff weg, wir haben in der Luft töten weg, wir haben normal töten weg. Was war denn da noch? Wisst ihr jetzt gar nicht. Mal schauen. Vergiftet. Töten Sie 50 Schweine, bevor kriegsinfizierte Gesundheit aufgebraucht ist. Für die verbleibende Gesundheit werden... Ah, okay. Mach mal. Ist genehmigt. Ist zwar ein bisschen gemein, aber ist egal. Ah ja, gibt's Gesundheitskisten. Das ist schon mal ganz praktisch. Scheiß Streunerviecher, ja. Du auch noch, hab ich gehört. Haben doch schon eine gute Menge erreicht. Und die Gesundheit ist noch nicht mal der erste Lebensstein halb leer. Erstmal töten. Eieiei, mach das ein Gold, mach das ein Gold. Ach, weißt du was? Nehmen wir uns mal so eine Kiste mit, nebenbei. Wir haben's ja. Natürlich, jetzt kommen die Großen wieder. Heißer Hopsasa, macht das einen Spaß. Das kommt heute auf die Fresse, ja. Jetzt muss ich die Bremsung bilden. So ist Denfix auf die Schnauze halt, dass er weg ist. So, suchen wir uns nochmal fix den Gesundheitsdingens.
Weil wäre ja blöd, wenn nicht. Ganz voll. Jetzt krieg ich nämlich noch mehr Seelenblut geschrieben. Trickser. Block, Gegenangriff. Kriegsabwehrinstinkt ist erwacht. Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren. Drücken Sie dazu kurz vor dem Einschlag R1. Ja, kann man mal sehen. Ausgezeichnet. So, jetzt Kiste brauche ich schnell aufschlagen. Dort haben wir auch noch eigentlich bloß just for fun die Kisten aufgemacht, aber ist ja egal. So, jetzt kamen wir noch fix zu dem Tor zurück. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Schnauze. Obwohl ich das ja so feier, dass Mark Hamill den gesprochen hat. Im englischen Original. Das feier ich sowas von, weil Mark Hamill ist einfach super Schauspieler. Der kleine Anakin. Und super Synchronsprecher. So, da haben wir das Tor. So, rede mit mir. Mögen meine Ahnen dich segnen. Ja, Allah ist mit dir. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Waffenerweiterungen. Waffenerweiterungen müssen in der Waffenschmiede in Kriegsgepäck den Waffen zugewiesen werden. Noch irgendwas? Nein? Okay. Ups, das war die falsche Taste. So, hier. Wir tun mal den Verwüster. Gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise, erhöht drastisch den Schaden, der mit Umgebungswaffen verursacht wird. Das tun wir mal der Sense zuweisen, die jetzt ja mittlerweile auch Level 1 ist. Luftmühle, Luftsensenklinge. Was ist denn da der Unterschied? So, und liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt es doch in die Kommentare. Nee. Das war's für heute mit Darksiders, mit einer Runde Challenge-Kloppen. Dort hinten ist immer noch das Tor unterwegs. Könnte man ja mal hinterherlaufen, gucken, wo das lang macht. Ja, das war's für heute mit Darksiders. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dann dem Pfad hier weiter folgen, durch diese alte U-Bahn-Station oder was das ist. Und bis dahin, macht's gut und tschüss!